Yo, Peace and Justice gesagt, herzlich willkommen zu DSD Design mit einer Figure Feature Star Wars Folge 556. Ja, vor zwei Folgen bin ich auch mal wieder kurz verrutscht, ne? Es ist verrückt. Ja, wie ich schon angeteased hatte, es gab ja wieder ein paar Geschenke. Unter anderem der T-16 Skywalker, ne? Luke Skywalkers Spielzeug da aus New Hope. Dann hatten wir den AT-AP, so ein Dreibeinwalker aus, ich weiß es immer noch nicht, entweder Angriff der Klonkrieger oder Revenge of the Sith, ich weiß es nicht. Aber wo ich hier weiß, ich habe hier Dinge aus Das Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi-Ritter. Voll gut. Auch da sage ich wieder an diesen jungen Menschen, liebe Grüße und vielen, vielen Dank. Das ist total geil. Wollte ich schon immer mal haben, habe ich noch nie irgendwie auf dem Trödel gesehen und so weiter. Ist ja auch schon ein bisschen älter und ja, klasse. Ich zeige euch mal hier ganz kurz nur. Ja, das wird jetzt die nächsten zwei Folgen noch, inklusive dieser, also drei Folgen, zeige ich euch halt diese Micro Machine Sets hier. Ne? Ich habe ja einmal Dagobah, total schön, mit Figürchen dabei und so weiter. Oh, da fällt mir ein, wenn ich das filme. Ich habe noch eine Figur, die gehört hier noch mit rein. Ja, aber das hört ihr dann in dem Video, wenn es um Yodas Hütte bzw. Dagobah Playset geht. Dann habe ich hier noch von Jedi. Auch schön mit Bäumchen, Baumstämmen. Hier ist ein Walker, der fällt eh mal um. Stormies haben wir noch dabei, oh, die beschießen sich gegenseitig. Wicket ist am Start, ne? Und Chewbacca. Und der Schutzschildgenerator mit Bunker. Dann auch demnächst in diesem Programm. Und um was es heute geht, das ist hier die Hoth Rebellen Echo Base. Ich weiß nicht, ob es so genannt wird, aber Echo Base ist halt das Rebellenversteck auf Hoth, ne? Auf dem Eisplaneten Hoth. Mit Walkern, Schutzschildgeneratoren, einem Hangar, einer kleinen Dingskanone hier, Lasercannons, Han Solo auf dem Tauntaun, Prinzessin Leia, C3PO, ein Snowspeeder und X-Wing haben wir hier noch versteckt. Ja, und natürlich der Ionenkanone. Da fehlt leider das Geschütz. Aber mein Gott, das ist eine kleine. Ja, findet man wahrscheinlich schwer. Aber total geil, da erzähle ich euch gleich noch eine Sache von, ja, kann ich jetzt direkt. Und Boba Fett ist noch bei, der hat sich da wohl hin verirrt. Ja, also weiß ich nicht, also zu den anderen Sets gehört, der geht's halt nicht. Der gehört zwar zu Empire, ne? Ich gucke jetzt gerade, ob das überhaupt das Outfit von Empire ist oder vielleicht das von Jedi. Aber es gab früher mal von Ertel MPC so einen Bausatz halt auch von Hoth. Ich habe das schon mal irgendwann erzählt, da gab es ja auch Jabba's Thronraum und so, ne? Mit so Figuren, das musste man anmalen, wusste ich als Kind damals aber nicht. Das sah immer total geil aus. Gut, bei Rot geht's, ist eh weiß, ne? Ein bisschen grau dran und so weiter. Da gab es dann auch die Schlacht halt mit Walkern halt, ne? Hier AT-ATs. Und das ganze Brimborium war, glaube ich, dann vielleicht so groß. Das ist total geil. Ey, hier ist auch noch ein Gimmick bei, das ist ja auch das Schöne. Und bevor ich jetzt hier euch weiter erzählen und ihr seht da gar nichts weiter davon, gehen wir mal in die Nahaufnahme und gucken uns das jetzt mal richtig schön ranfokussiert an und so weiter, ne? Weil das ist echt geil, das bockt sich und ja, kommt mal mit, zieht euch warm an, jetzt geht's nach Hoth, auf zur Echo Base. I love toys. Ey, herrlich, also jetzt guckt euch das mal an, jetzt habe ich natürlich, ich habe so einen kleinen Ad habe ich auch schon mal gehabt hier. Kannst du den Kopf bewegen, den habe ich auch. Dann kann ich noch einen zweiten dazustellen. Das ist natürlich super schön. Das ist geil. Jetzt weiß ich, wo der zugehört. Zu diesem Set wohl, ne? Und, ja, hier. Han Solo auf dem Downtown. Und kann er Luke retten. Da gibt es bestimmt auch noch ein kleines Wampa und eine Wampahöhle oder so. Das wäre auch witzig. Aber das sieht schon, das ist super geil. Also, ich finde die, wir gucken gleich auch mal drunter. Ne? Ja, hier, wie gesagt, ein Boba Fett ist hier noch bei. Ja, warum nicht? Vielleicht lief der ja auch auf der Echo Base rum. Dann haben wir hier natürlich die Raider Laser Cannon. Ja, die gibt es ja auch in einigen Variationen. Die Vintage zum Beispiel, hast hinten drauf gedrückt und dann ist die zersprungen. Da haben wir zwei Stück von, um die Echo Base natürlich zu verteidigen. Dann ohne Leia wäre da alles den Bach runtergegangen. Die ist super cool. Ich weiß gar nicht, erkennt man die richtig? Jetzt fokussiert er wieder nach hinten. Ne? Ja, ist nicht so einfach. Die sind aber auch klein. Ihr seht ja, die sind Daumennagel groß. Schön mit ihrem Parker hier oder mit der Weste. Voll geil. Ja, ein 3PO haben wir auch noch. Ja, da fehlt natürlich der R2, ne? Weil er hat eigentlich genau
Ich habe noch einen kleinen R2, den muss ich für ein anderes Set eh noch suchen. Das wäre halt super. Ne, der, also wenn er hier den R2 drunter hat, wo er den Arm so drüber hat, das typische Bild vom Hörspielcover damals von der Schallplatte und von der Kassette. Ja, hier, wie gesagt, die Ionkanone. Ne, liebevoll auch, sage ich jetzt lieber nicht, ne, Pünktchen, Pünktchen, Laser genannt. Da fehlt halt leider hier der Nippel dran, die Kanone. Macht aber nichts. Jetzt gucke ich gerade, ob man das. Ich dachte, hier wäre vielleicht irgendwo was dran. Ne? Wir gucken gleich mal von unten auch. Ne? Wir haben ja einen Mechanismus hier. Ich versuche auch hier überall zu drücken. Das ist wie früher die Imperial Attack Base von Kenner. Da gab es ja auch so ein paar Features. Ne? Aber jetzt guck mal hier. Erstmal von oben die Echo Base. Das ist super. Die kannst du aufklappen, damit du das auch bespielen kannst. Ne? Und da sehen wir schon. Ich denke mal, es soll Luke's X-Wing sein. Ich bin mir nicht sicher, weil es kommt nächste Woche noch ein Set. Da ist auch ein X-Wing bei und da ist, glaube ich, die Farbe anders. Man weiß es nicht. Ja, habe ich aber auch schon diese kleinen. Erkenne ich an den Pinnen und TIE Fighter habe ich auch in der Größe. Ich glaube, ich habe auch ein Set. Da sind TIE Fighter, ne? T-Jäger, wie man im Neudeutsch sagt. Und X-Wing ist nämlich auch drauf. Super. So ein Snowspeeder habe ich auch von den Micro Machines. Das ist geil. Da kann ich das echt erweitern, das Set halt, ne? Gut, da haben wir hier jetzt einfach den Hangar. Das heißt einfach. Schon geil, weil selbst die Unterseite hier ist halt, ne, modelliert halt. Mit den Schläuchen und so, das ist geil. Ah, diese Sets, die sind einfach, wie gesagt, die sind herrlich. Das ist so schön. Und hier hast du sogar noch, sind das Sticker? Jo, hier ist sogar noch Sticker hinten drauf. Das ist Hammer. Man kann, da kann man jetzt natürlich wieder sagen, ach guck mal, ja, kann man auch abmachen. Könnte man jetzt ja sagen, ah, hier, so eine Wampertür wäre jetzt noch geil, ne? Wo das Wamper in der Echo Base gefangen war. Dann kannst du da die ganzen Snowtrooper reinbringen. Super geil. Ja, dann haben wir hier, ne, den Schutzschildgenerator. Und wir sehen, hier ist ein Knopf. Da kannst du dann halt, ja, den ein bisschen in die Luft sprengen. Ich weiß nicht, ob der rausgeschoben wird oder so. Das könnte auch sein. Ne, aber eigentlich ist so, dass man den so hat. Ja, guck ich gleich nochmal. Ne? Das ist nämlich dann hier. Ich Idiot. Da gibt es hier den Boba draufstehen haben. Ne, der will den Hahn hier erschießen, der gerade ganz unverfroren durch den Schnee reitet. Und dann so. Dann kommt aber ein anderer. Ich weiß nicht, hier die Laser Cannon zum Beispiel. Und ballert hier drauf. Dann, ja. Weil ich dachte eigentlich hier mit ein bisschen Elan. Ja, geht auch. Ne, da kann man halt, also der AT-AT zerschießt das ja halt, ne? Kennen wir ja, super. Ja, von unten sehen wir nicht viel. Ja, hier ist halt, aber ja, das ist ja halt die Kugel, die wir hier halt, ne, bewegen können. Klar, man könnte jetzt so und dann könnte man sie, ach so, ihr seht es, hier ausrichten, so. Das ist auch voll der Okolyt hier, ne, voll das Auge. Das ist cool, ich mag das. Ich habe das als Kind schon gemocht halt. Und jetzt lass uns doch mal gucken, von wann das ist. Ne, da steht doch was. Ja, 1994 Galoob, ne, Louis Galoob Toys, ist Micro Machines. Ich habe noch so ein Prospekt, da steht ja auch immer Micro Machines Galoob drauf. Super cool, super, super cool, die Dinger. Ey, finde ich richtig klasse. Könnt ihr jetzt direkt, wie gesagt, noch ein Wamper. Vielleicht mache ich ja irgendwann mal zu Weihnachten noch so ein lustiges Ding hier mit den Micro Machines. Weil ich habe ein Ad habe ich mindestens noch. Oh. Ja, jetzt habe ich es wieder festgestellt hier, ne? Den Move. Geil. So, packen wir dann auch mal wieder hier in den Hangar, damit das alles hier, ne, geschützt ist. Ey, super cool. Also, das macht Spaß. Ja, so ein Luke auf dem Tauntaun und ein Wampa wäre noch cool. Ja, das Problem ist, es sind da Kleinteile, ne? Die auf dem Trödel zu finden, selbst wenn in irgendeiner Kiste was ist, da musst du dich erstmal durchdicken. Ohne Ende. Sonst geht das ja gar nicht. Und, ja. Was jetzt auch nicht geht, ich mache jetzt gar nicht mehr weiter. Es wird schon wieder so hell, die Sonne scheint hier durch. Ich muss Feierabend machen. Deswegen auf zum Schlusswort. Toys, 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 Toys. Yes, Ziel anvisiert. Ah, das will immer noch nicht so richtig, ne? Das ist hier, ja gut, da. Ja, man kann es so. Oder muss man das so rum? Dann könnte man hier eine Figur draufstellen. Das kann ja auch sein, wenn jetzt hier der Boba Fett steht. Ihr seht es jetzt nicht, wenn der Boba Fett hier steht und dann so. Ah, das mag sein.
Ja, dass das Ding hier gar nicht weg, weiter, obwohl eigentlich müssen die Generatoren ja weggesprengt werden, ne? Ja, total geil. Ich nehme jetzt hier diesen X-Wing und begebe mich in der nächsten Folge nach Dagobah. Das ist hier. Liegt ja hier noch. Hier ist auch ein X-Wing bei. Ich habe auch noch so kleine Halter. Das ist cool. Jetzt gucke ich gerade, ob da dieselbe Bemalung hat. Ne, hat er nämlich nicht. Das ist ein roter. Der hat hier ein bisschen grün dran. Der hat Battle-Damage Spuren. Ja, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Jetzt wisst ihr schon, was nächste Woche kommt. Hier Maiko Dingsbums, ne? Ey, ich find's geil. Also vielen lieben Dank dafür nochmal. Diese Sets machen Spaß. Und die nehmen auch nicht so viel Platz weg, ne? Die kannst du schön so. Ja, aber das müsste man auch schon wieder so schön arrangieren. Wir gucken mal. Ich hoffe, ihr guckt dann nächste Woche auch wieder. Zwischendurch kommt wieder irgendwie anderes Gedöns, Kram, Gerümpel. Könnt ihr auch reingucken, ne? Schöne Grüße auch an die neuen Abonnenten. Da sind ja schon wieder ein paar dazugekommen, habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht warum. Komisch. Ne? Also ihr müsst hier gar nichts, von daher, gut, Kommentar könnt ihr schreiben, wundert euch nicht, wenn es ein bisschen länger dauert. Ich habe ja kein Internet, wer sich jetzt fragt von den neuen Abonnenten, warum, wieso, weshalb. Müsst ihr alle hier 1700 Videos gucken, darin wird das erklärt. Ich erkläre das irgendwann nochmal extra, sonst schreibe ich es in die Kommentare nochmal rein, was es damit auf sich hat. Ne? Und ja, danke fürs Zugucken. Ich spiegel jetzt hier noch ein bisschen weiter und wir sehen uns nächste Woche mit Star Wars Reviews wieder. Und ansonsten, Prostata, Tiralala, Peace and Justice gesagt, bleibt gesund, Feierabend. Tschüss. I love toys.